Brain Damage. Mein Name ist Chris und es hat geklappt. Bei den News habe ich gesagt, dass ich eine Reaction nur machen kann, wenn ich ein Cover von dem Song jetzt hätte, was jetzt auf die Schnelle nicht so einfach ist. Und am Dienstag hat mir der Daniel geschrieben. Und der Daniel hat mir einfach mal ein Instrumental zugeschickt von Dunkel, das er gecovert hat. Da habe ich da ein bisschen drüber gesungen. Er hat noch ein bisschen die Höhen mit reingebracht. Und jetzt haben wir hier ein Cover von Dunkel und ich kann auf das Video reacten. Also, bevor jetzt ein paar denken, was soll denn der Müll? Das ist das Originalvideo. Ich höre jetzt auch den Originalsong. Ihr hört ein Cover von diesem Song, aufgenommen von dem wunderbaren Daniel, das Instrumental und gesungen von mir und dem Daniel. Und heute gibt es kein Reaction-Bier, denn ich habe leider ein bisschen eine Erkältung vom Montag. Es ist kein Corona, ich bin ein paar Mal negativ getestet. Das Problem war nur, dass ich sehr leicht bekleidet in einer sehr ekelhaften Kälte, sehr nass geschwitzt zum Auto zurückgelaufen bin. Ich bin selber schuld, ich bin dumm. Kurze Unterbrechung, ich befinde mich gerade im Schnitt und kurz nachdem ich diese Aufnahme hier beendet habe, hat mir der gute Lukas Reiner geschrieben und zwar hat er eine Akustikversion des Songs gemacht. Deswegen hört ihr jetzt in der ersten Hälfte der Reaction die Coverversion von dem Daniel und von mir und in der zweiten Hälfte der Reaction die Singer-Songwriter-Version von Lukas Reiner. Und falls ihr Bock habt, die komplette Version von Daniel und mir zu hören, dann schreibt es doch ganz gerne mal in die Kommentare. Dann gucke ich mal, wenn sich genug finden, dass ich das bis nächsten Freitag irgendwie noch so ein kurzes, spontanes Video dazu mache. Und dann werden wir es einfach als komplettes auf YouTube veröffentlichen. Also, wenn ihr Bock darauf hättet. Und natürlich findet ihr auch alle wichtigen Links von Daniel und Lukas Reiner in der Videobeschreibung. Gerne auschecken. Und wir machen weiter mit dem Video. Bitte seid ein bisschen nachgiebig mit mir, als ich das aufgenommen habe am Mittwoch. Da war mein Hals schon ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem oder man kann es anhören. Das Instrumental ist super geworden. Okay, dann würde ich sagen, wir warten gar nicht lang. Wir hören und schauen, beziehungsweise ich höre und schaue, ihr schaut nur, das letzte Musikvideo von Die Ärzte. Also was Singles angeht, vielleicht auch das letzte Musikvideo überhaupt. Wir werden sehen. Let's go. Ich bin gespannt. Welcome to a Talk Talk World. Ah, schön retro. 4:3 Videos. 4:3 Videos sind irgendwie zurzeit voll so. Kommst du dir so vor, da machen zurzeit richtig viele Bands einfach 4:3 Musikvideos? Die ganze Retro-Schiene, die kommt gerade wieder, finde ich geil. Ich mag das, wenn sie wirklich richtig Geschichten erzählen in den Songs, also in den Musikvideos und am besten auch noch passend zum Song selber. Es ist auch geil, wenn es so komplett abstrus ist, aber trotzdem eine Geschichte erzählt wird. Aber sowas ist schon mal geiler als einfach nur ein Performance-Video, was ich dachte, dass wir bekommen. Das habe ich in den News am Montag gesagt, so wie es aussieht, ein schlichtes Performance-Video. Scheint nicht so zu sein. Geil. Darko. Donnie Darko. Anspielung. Donnie Darko. Ich denke mal, das wird eine Anspielung sein. Wird zu Dunkel passen. Also erzählt es jetzt praktisch die Geschichte von dieser besungenen Person, von Bela selber vielleicht. Gucken wir einfach mal. Der sieht nicht begeistert aus. Der sieht nicht begeistert aus. Da haben wir dann auch die Performance-Szene. Bisher auch ein sehr schlichtes Video. Wenn man überlegt, der Zeitraum, den wir jetzt in dem Video selber hatten, wird auch nicht viel länger als 1 Minute 15 gewesen sein. Und was es mit mir macht. Also die Story des Videos unten. Das Video, okay, wir haben einen Zeitsprung, so wie es aussieht. Das ist, okay. Darko ist jetzt älter geworden. Das ist richtig schön, Mann. Da wird eine Geschichte erzählt, das gefällt mir übelst. Meine Eltern schickten mich ständig zum Erstmal haben wir ein Ärztepost im Hintergrund. Da sind auch die drei Comicfiguren hier drauf, von denen es ja auch die USB-Sticks gab. Also im Hintergrund erkenne ich kaum. Das ist, glaube ich, Rott, oder? Ich erkenne es nicht wirklich. Dann haben wir hinten... Kein Plan, Mann, ich erkenne es einfach nicht. Aber hier haben wir auf jeden Fall die drei USB-Stick-Figuren. Er hängt über Kopf wie eine Fledermaus, die im Dunkeln lebt. Schickte mich ständig zum Arzt. Für meine Zukunft.
Können wir da was sehen? Können wir da was lesen? Jetzt wird analysiert, Freunde. Jetzt wird analysiert. Ergebnis so weit wie möglich und schreibe, falls möglich, irgendwas verschwommenes Zahl. Also ich sehe jetzt keine witzigen Anspielungen auf irgendwas. Da unten, das sieht auf jeden Fall aus wie eine Zigarette. Löse durch eine Zeichnung. Ich will, dass die Zigarette eine Anspielung ist. Einfach, dass es wie eine Zigarette aussehen soll. Das wünsche ich mir. Zu kurz an die Schwarz. Meine Mutter verzweifelte, mein Vater fing an durchzudrehen. Okay, wenn das Durchdrehen ist, dann ist, wäre diese Person hier, ob es jetzt Bela ist oder nicht, in der Story, der coolste Dad überhaupt. Wenn das Durchdrehen ist, also ich bin damals von meinem Dad, oh Gott, nein, Quatsch. Ich war so ein anständiger Junge, man hatte nie Probleme mit mir. Nie. Nie gab es irgendwie Probleme in der Jugend mit mir, ich war so anständig. Sie konnte mich einfach nicht verstehen. Oh, heiß. Und nicht wie ich im Dunkeln. Ah, oh, schön. Lego. Lego ist cool. Oder was sagst du dazu, schwarze Bionicle? Ganz genau. Schwarz, schwarz wie die Nacht. Da hinten war wieder ein Ä. Ist für mich gemacht. Ich will schwarz, ich will die Nacht. Ich will das Dunkel. Grabsteine, okay, ich dachte jetzt, es wären vielleicht auch Grabsteine, die irgendwie eine Anspielung geben könnten. Ich glaube, ich gucke ein bisschen zu sehr auf den Hintergrund und erwarte zu viele Easter Eggs. Und was es mit mir macht, und was es mit mir macht. Ah, okay, die Fliegeszene kommt. Das hatten wir am Trailer in diesem Teaser. Und er stellt es gerade nach mit seiner Fledermaus. Mein Humor ist schwarz, schwarz wie Kaffee. Black is beautiful, macht schlank. Nein, Farbe ist passé. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich eine total sinnlose Frage, aber ich will wissen, was in dem Glas drin ist, weil es war Rot-Tee. Blut! Nein, die Eltern sind ja keine Goths, so wie der Sohn. Wie Darko. Siehst du, wie die Sterne funkeln? Das tun sie nur im Dunkeln. Manchmal tut's ein bisschen weh. Okay, und die Eltern hauen ab. Eltern, also die sind so fed up mit dem Jungen. Die denken sich so, alter Bruder, chill mal mit deinen Fledermäusen und deinem Gothic-Stuff. Viel Spaß in deinem Bauernhaus. Wir sind weg. Ich brauche schwarz, schwarz wie die Nacht. Und es läuft halt immer wieder auf die Ärzte-Performance zurück. Das Dunkel. Immer spielen die Ärzte im Hintergrund. Die Ärzte sind immer da, die Ärzte sind allgegenwärtig. Egal wie gut es dir geht, wie schlecht es dir geht, was du für eine Phase durchmachst, die Ärzte sind bei dir. Ich will schwarz, okay, schwarze Messe. Ich okay, er läuft diesen Weg jetzt entlang und dann spielen da die Ärzte. Der läuft entlang und die Ärzte spielen. Ich will das Dunkel und was ist mit mir? Ärzte und die Ärzte. Jetzt pass auf. Ich brauche schwarz, schwarz wie die Nacht. Ich brauch das Dunkel, hell ist nicht für mich gemacht. Das ist voll schön. Alter, das ist voll schön. Das ist voll wholesome. Ich will schwarz, ich will die Nacht. Ich will das Dunkel, ich will dich. Und was du mit mir machst. Was du mit mir. Die spielen das nach, was gerade im Video passiert ist. Der fängt an zu schweben wie Bela in dem. Das ist voll schön, Mann. Das kickt mich jetzt auf eine ganz andere Art, wie ich dachte. Alter, das ist schön. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Das ist echt voll schön. Machst. Oh, Mann. Mach doch nicht sowas mit mir. Wow. Das war unerwartet. Das war unerwartet wholesome und schön. Das hat mich gerade echt. Also ich bin ehrlich, das hat mich gerade ein bisschen gekickt. Also so ein bisschen hat mich das gerade echt right in the feelings getroffen. Da bin ich ganz ehrlich. Das war wirklich schön. Unterm Strich, meiner Meinung nach, phänomenal gutes Video. Hat eine schöne Story erzählt. Ich finde sogar rein inhaltlich storytechnisch, finde ich, das ist das Beste von dem Album, beziehungsweise den Albenzyklen jetzt. Rein von dem, was passiert ist eben. Ich würde es einen okayen Abschluss finden. Also ich bin ganz ehrlich, wenn das jetzt die letzte Ärzte-Single plus Video gewesen wäre, dann wäre das okay. Das war ein schöner Abschluss.
So, angenommen, das war der Schluss, dann war das rein vom Video, von der Story, die sie von dem Lied in dem Video erzählt haben, da finde ich, das war das ein wirklich guter künstlerischer Abschluss. Aber die Herren gehen jetzt ja auf Tour. Wer weiß, was auf Tour passiert? Wird ein Live-Album aufgenommen? Wird eine Live-DVD aufgenommen? Kommt ein Live-Musikvideo? Kommen Singles nochmal von einem eventuellen Live-Album? Kommt vielleicht nochmal ein Album? Wir werden sehen, was noch passiert. Heute war ein sehr historischer Tag der deutschen Musik. Da gehen wir aber am Montag ein bisschen genauer drauf ein, also im Sinne von den Releases. Denn heute, am Freitag, haben Die Ärzte, Die Toten Hosen und Rammstein released. Einfach die drei größten deutschsprachigen Bands. Heftig. Aber Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich sehr gerne positiv bewerten. Diesen Kanal abonnieren für ab und zu mal Reactions, Musiknews am Montag. Und wenn alles gut läuft, kommt jetzt am Samstag meine Meinung zu dem neuen Rammstein-Album und am Sonntag die Ärzte Berlin-Tour Wunsch-Setlist, die komplett over the top ist und daneben sein wird. Hier befindet sich das letzte Video von diesem Kanal und hier unten befindet sich weitere deutsche Musik von einer Band, in der ich tätig bin. Gerne mal reinhören. Ich werde mich jetzt wieder aufs Sofa zurücklegen und meinen Tee schlürfen und dieses Video schneiden. Wir sehen uns am Montag. Schönes Wochenende oder morgen. Peace out. Yeah.